Ich bin jetzt 78 Jahre alt und bin in die als Priester der katholischen Kirche für 41 Jahre gewesen. Und dann hat die Kirche mich ausgeschmissen bzw. suspendiert, weil ich geheiratet habe. Ich war damals 23 und ich bin dann nach Deutschland gekommen am 25. Mai 1957. Und da bin ich gekommen nach Frankfurt und dann habe ich dann 4 Jahre in Frankfurt studiert und 1 Jahr in Eichstätt und bin in Eichstätt, Bayern, zu Priester geweiht. Von dem damaligen Bischof Schroffer von Eichstätt, der später Kardinal wurde. Unser Verhältnis war, ich meine, nicht sehr freundschaftlich, denn der Valerian war immer ein Streber und ich bin nicht so ein Streber und der wollte dann unbedingt später auch Bischof von Pune werden und er ist geworden und ich bin bei der sozusagen auf der Straßenseite geblieben. Mir die Aufgabe gegeben, für die Arbeiterjugend zu sorgen, CAJ. Und dann habe ich in Deutschland und in Belgien CAJ besucht und studiert. Und ich habe mich dann sehr eingesetzt für die Arbeiterschaft und für die Niedergedrückten. Später bin ich zu der Frauenbewegung gegangen, haben dann Frauen unterstützt. Der Bischof war der mächtigste Mann im Bistum, damals wie jetzt. Und wir konnten nichts anfangen ohne seine Erlaubnis. Wenn ich sage, ich möchte für die Arbeiterjugend mich einsetzen, er hat gesagt, nein, dann konnte ich nichts machen. Das Open Security hat sammelt Gelder in Europa für den Unterhalt von katholischen Priestern in Missionsländern. Da die, nachdem ein Priester in den Missionsland eine gewisse Alter erreicht hat, dann wird Opus Securitatis aufkommen für ihn. Aber Opus Securitatis gibt ihm nie das Geld in der Hand, sondern Opus Securitatis gibt das Geld dem Bischof. Und der Bischof soll das nicht dem Priester geben, sondern einfach dem Priester bei seinem Essen und so weiter unterstützen. Und in dieser Weise ist die Macht wieder zu den Bischöfen gegeben. Die Bischöfe können das Geld spendieren, wenn sie wollen, oder nicht spendieren. Die Gelder für unsere Arbeit kamen hauptsächlich von Deutschland und von Rom. Nicht? Also die Mission ist nicht selbstständig. Deswegen ist eine große Abhängigkeit von Finanzen von Ausland. Spendelgeldern von dem Bistum Eichstätt, aber das kann man auch offiziell betrachten. Mhm. Und von Rom auch gewisse Summen wurden für Missionszwecke dann gegeben. Ein Priester verdient im Monat 2500 Rupien. Das sind ungefähr 40 Euro. Eine indische Putzfrau, die aus dem Slum kommt, nicht lesen und nicht schreiben kann, die Analphabetin ist, verdient das Doppelte. Marina kam nach Indien, sie wollte Yoga lernen, sie kam zu meiner Kirche, hat mich kennengelernt, wir haben uns danach noch nicht verliebt sozusagen. Und dann bin ich nach Hofheim gegangen, zu einem Yoga-Seminar und da kam sie auch zu diesem Seminar. Und dann ist das weitergegangen.
Und dann kamen sie nach Indien und dann in Indien haben wir uns wieder weiter kennengelernt und dann zum Schluss haben wir in Indien geheiratet. Ich war damals 69. Marina war 25 Jahre jünger. Also das kannst du kalkulieren. Die Antwort war in der Regel, das meinst du doch nicht wirklich. Du kannst doch einfach mit ihr zusammenleben. Ja, und dann ist gut. Das heißt, so wie wir das auch machen. Du hast einfach eine Freundin und du musst sie doch deswegen nicht heiraten. Die Kirche toleriert das Zusammenleben von Priester und Frau, aber nicht das offiziell machen. Also wenn man von Gottesmännern spricht, die Vorbild sein sollen, dann kann es doch nicht sein, dass einem geraten wird, ein unehrliches Verhältnis zu führen, nach außen einen guten Schein aufrechtzuerhalten und nach und hinterrücks zu tun, was man nicht tun sollte. Ja? Ich habe zum Beispiel die Satzungen von dem Bistum Limburg gelesen und bis zum vierten unehelichen Kind bezahlt die Kirche alles. Anthony wusste, dass sich die Gemeinde, dass ihn die Gemeinde festhalten wird, dass ihn die Priester versuchen zu überreden, dass man es ihm sehr, sehr schwer machen wird. Also sind wir einfach davongelaufen. Wir haben uns versteckt. Wir konnten uns nicht lange verstecken. Dann stand auch die Times of India vor der Tür, die Presse, also die große Tageszeitung in Indien. Es gab einen Bericht, die Heirat war skandalös und es gab einen wunderbaren Beitrag, der heißt Love versus Law. Love versus Law. Love versus Law. Ich habe 41 Jahre lang treu die Kirche gedient und ich habe jetzt keine Rente, keinen Anspruch auf Krankenversicherung und sozusagen gar nichts. Ich stehe da mit leeren Händen und das finde ich als Unrecht. Dass die Kirche so strafend reagiert, hätte ich nie gedacht und ich bin zutiefst enttäuscht von der katholischen Kirche, auch von allen Kirchenoberen, auch von allen Kirchenvätern, auch vom Papst. Es gab sogar eine Petition an den Papst, die Freunde formuliert haben und geschickt haben. Wir haben eine ablehnende Antwort bekommen. Das heißt, der Papst hat gesagt, er sei nicht zuständig. Letztlich ist sicher Gott dafür zuständig. Aber wer kann bitte Anthony seine Rente bezahlen? Wer kann für seine Krankenkosten aufkommen? Wir zahlen das seit fast 10 Jahren aus eigener Tasche. Wir können das nicht mehr bezahlen. Anthony hat viele schwere Krankheiten. Er war schon schwer krank, als ich ihn kennenlernte. Die Kirche hat nicht gut für ihn gesorgt. Wir haben ein bisschen Hilfe von sehr lieben, guten Menschen hier erfahren, Unterstützung von Freunden erfahren, auch finanzielle Unterstützung, sonst könnten wir das gar nicht schaffen alleine. Wir haben die Kosten, die Rechnungen immer eingereicht. Wir haben statt einer Bezahlung auf der Erstattung der Kosten, haben wir jedes Weihnachten eine nette Weihnachtskarte von Bischof Valerian de Sousa erhalten. Das ist einerseits ganz nett, aber es ist natürlich abstrus. Auf die Rechnungen hat er nie reagiert, stattdessen schickt er gute Wünsche fürs neue Jahr. Wir werden bestraft mit der Willkür der Kirche und die sieht so aus, wir werden einfach totgeschwiegen. Unsere Belange werden totgeschwiegen. Es kommt keine Antwort, es wird einfach nicht reagiert auf all unsere Anfragen. Wir werden eine Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen, weil dieser Zustand wirklich jedem Arbeitsrecht und jeder heutigen Demokratie und jedem gesunden Menschenverstand widerspricht. Anthonys einziges
Verbrechen sozusagen ist, dass er sich verliebt hat. Ich möchte nicht ein Bettler sein. Ich möchte gerne bekommen, was mir zusteht.